So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Meine Lippe ist taub, meine Wange ist taub, irgendwie ist alles taub. Ich war heute früh beim Zahnarzt, bin dann zurückgekommen, musste direkt zur Chirurgie. Jetzt haben die den Weisheitszahn hier hinten gezogen. Es ist alles taub, die haben das betäubt, die wollten mir was geben, dass ich dann nicht mehr fahren kann. Ich habe gesagt, ich muss ja noch Community Raid machen heute. Also habe ich mich nur im Gesicht betäuben lassen. Sieht jetzt vielleicht komisch aus, hört sich ein bisschen anders an. Aber ich habe ein neues Stativ und ich versuche euch jetzt hier an diesem Baum zu befestigen, um das gleich mal auszuprobieren. Danke an Genaya, dass ich jetzt überall die Kamera hinhauen kann. Wir wollen also einen Community Raid machen. Viridium ist da, ich sag's nochmal dazu. Ab 10 Uhr war Raid Boss Wechsel. Bin jetzt kurz vor 2 erst dazu gekommen, den zu posten. War alles anders gedacht. Ich dachte, gehst zum Zahnarzt, bist dann gleich wieder da, das passt. Nee, jetzt musste ich nach 30 Acker. Haben sie das auch gleich gemacht, alles nach ewig hin und her. Mit dem, ja egal. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier, bringe euch jetzt an. Viridium, ich zeige euch gleich, wen wir einladen. Ich zeige euch gleich die Konter, was wir alles nehmen, mit was ich kämpfe. Ich möchte unbedingt ein 100er. Ich habe ganz viel aufgeladen, dass auch bei Raids für Zuschauer ich mitmachen kann. Und wenn ihr ein Viridium habt, ladet mich immer mal ein. Ich werde so lange jagen, bis das 100er da ist. Euch hänge ich jetzt dahin und dann gucken wir mal kurz in die App. Zeigen euch Konter, wen wir einladen und ob wir vielleicht einen Shiny kriegen. Ist nämlich auch als Shiny verfügbar. Es fühlt sich total komisch an, immer noch, egal. Gleich zeige ich euch das Viridium. Achso, jetzt noch ein bisschen Blut vielleicht, sorry. So, ich habe euch jetzt hier hingehangen an den Baum. Das sieht auf jeden Fall richtig genial aus, weil das hat einen festen Halt. Es hängt in der Luft. Das kann ich jetzt überall anbringen. Ich weiß nicht, wieso ich das Original GoPro-Zubehör gekauft habe, wenn das gar nicht so gut funktioniert. Damit kann nichts schief gehen, das sinkt auch nicht zusammen, da ist keine Hydraulik dabei. Das ist hier so ein Gummifuß, so ein Dreier-Ding, wie eine Krake sieht das aus. Das ist richtig gut gemacht. Danke nochmal an Genaya. Guckt euch die Perspektive an, richtig genial. Hier ist jetzt das Viridium an den Stolpersteinen. Ich habe erst gedacht, ob ich das vielleicht oben mache, mich einfach an den PC setze, aber ich will euch einmal ein Video vor Ort bieten, dass ihr auch die Umgebung mal seht, die Arena, irgendwas. Wir gehen jetzt hier drauf. Ich habe nämlich im Community-Tab den Community-Raid gepostet. 13:45 und es haben sich gemeldet, ich kann es euch vorlesen. Borki, Genaya, Pokehunter, Hikaru, Henry, Niki, Plus, Miku, Diamond, Virus, Matzofix, Matze und... Hä? Eins? Ach so, Mann des Meeres. Der hat zwar keinen Code da, aber ich hatte sowieso noch einen Platz frei, also macht er einfach auch mit. Hier habt ihr eine Konterliste für Viridium. Das ist Typ Gras und Kampf. Das heißt, Flug ist doppelt effektiv. Ihr könnt natürlich Fee nehmen, ihr könnt Feuer nehmen, ihr könnt Eis nehmen, ihr könnt Gift nehmen, ihr könnt Psycho nehmen. Nehmt aber am besten Flug, dann schafft ihr es auch mit weniger Leuten, wenn alle Flug-Pokémon haben. Ich habe jetzt nichts vorbereitet. Ich werde jetzt einfach das nehmen, was es mir anzeigt. Die 100% Werte standen auch da. Habe ich jetzt aber mir nicht gemerkt, gehe jetzt hier drauf, mache natürlich eine private Gruppe, weil ich will ja nicht, dass irgendwie die anderen reingehen und uns den Platz wegschnappen. So, Code, Gruppencode, Hammer, brennt, mit brennt, das sieht gut aus, kurz einladen, nicht ablenken lassen. Pokehunter, Borgi, Henry, Niki, Genaya, Hikaru und hier drüben Diamond Virus, Mann des Meeres, Matze, Matzofix und Miku. So, ach ne, der Maulwurf. Der Maulwurfsmann ist da, ne? Willst du den Raid mitmachen oder was? Mach die App an, hau das Ding jetzt nach. Ich muss es aber auch öffentlich stellen, damit man auch Zugang hat. Weil ich stell's mal auf öffentlich, es ist ja eingeladen. Das ist genial. Komm mal rüber, guck mal da rein, guck mal, wie genial das aussieht. Mit Leute. Ah ja, hier hat mir die Genaya, ne? Hat mir hier das, ne? Ach so. Kannst du das jetzt einfach überall dran machen, egal wo du stehst, egal was du machst. Musst nicht mehr festhalten, sieht aus wie Überwachungskamera. Das ist der Manns Haulwurf. Ihr kennt ihn noch aus Folgen wie Ich bin der Manns oder Haulwurf in Action, ne? Die großen Klassiker. Wo kommst du denn her? Wo gehst du denn hin? Ich suche eine Ergotherapie-Dings. Soll irgendwo hier sein. Ich weiß aber nicht wo. Die in der Apotheke wusste auch nicht.
Ich habe mir noch die Pfote gebrochen gehabt, jetzt ist die Schiene ab, muss ich aber Zeug machen. Hast du keine Nummer, wo du anrufst und sagst, ich stehe auf dem Markt, wo sind Sie denn? Sagen sie neben dem Dönermann und ach so, okay, ich bin gleich da. Weil die anderen, das ist sauber weg, das eine ist in der Waldstadt, das andere ist hinten beim Sportplatz. Und mir haben sie vorhin Weisheitszahn rausgenommen in 30 Acker, jetzt ist das Fresse ein bisschen betäubt, deswegen bin ich unzurechnungsfähig jetzt. Naja, wie ist denn das passiert mit der Hand? Ist das im Making-of dann zu sehen? Getränkeunfall. Hat ja letztens geschneit, da war es bestimmt glatt und bist ausgerutscht. Ja, hatte ich das schon. Und hingefallen dann und so. Wolltest dich beim Fallen mit der Hand abstützen. So, ich weiß nicht, ob alle drin sind, es steht da, wir sind 15 Mann. 15 Leute. Sieht man ja, ich bin 5, er ist 10, weil er trainiert heimlich, deswegen ist er 5 mehr als ich. Na, die letzten 6 Wochen konnte ich nicht trainieren. Da darfst du halt nicht so viele Getränkeunfälle haben, da kann man auch mehr trainieren. Muss man gucken, was wichtiger ist. Getränkeunfälle oder alles andere. So. Das geht aber fit. Guck dir das an. Hast du das schon? Schon mal gefangen? Ja. Ein Viridium in grün. Mit dir irgendwann mal. Mit mir? Ja, das will ich ja. Das kann nicht sein. Das Shiny ist dann rot, das sieht auch gut aus. Vielleicht hast du ja auch gleich eins. Da haben wir noch einen Erfolg fürs Video. Ich hab nur ein grünes bis jetzt. Keine Internetverbindung steht hier. Mann, Mann, Mann. Sonst alles fit? Na ja. Ich hab gesehen, du warst beim Drachenlord. Also ja. Bei den Überresten hast du gepostet, großartig. Ja, beim Bäcker waren wir auch, aber der war nicht da, der war in Nürnberg. So. 21,12. Wie viel WP hat der Herr? Warte, also ist auf jeden Fall kein Shiny. 21,8. 21,8, okay. Jetzt pass auf. 21,26. Das könnte ein gutes sein. Damit ihr auch mal seht, wie das hier aussieht, kann ich ja hier mal das machen. Dann seht ihr nämlich, das seid ihr. Ihr seid hier befestigt und da ist das Auto. Und da ist der Manns, ne? Jetzt habe ich dich erwischt. So, das fangen wir jetzt noch, dann sind wir fertig. Dann muss ich schnell schneiden. Bin heute spät dran und dann gucken, ob das noch vor 15 Uhr online kommt. Du reagierst jetzt immer auf Memes, hä? Ja, zur Zeit auf dem Winkler. Und hast damit den großen Durchbruch, habe ich gesehen. Das geht ja wie warme Semmeln weg hier. Also das. Solche Videos irgendwie kriegen immer Likes, weil immer Aufrufe, ja, weil jeder immer sich Memes anguckt und dann Reaktionen auf Memes und Meme hier, Meme da. Das größtenteils wegen Drachenlord. Bei den anderen, bei den Memes, hier ehrenlose Memes, ist nicht so viel. So, 4XL-Bonbons gab es auch. Es gibt ja jetzt nur noch einen Raid-Pass. Das ist sehr, sehr traurig. Dafür gibt es irgendwas anderes. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Wenn ihr noch wisst, was der Boni die nächsten 3 Monate ist, statt 2 Spezial-Trades und statt 2 Pässen, dann schreibt es mal in die Kommentare, denn ich habe es vergessen. So, statt 2 Pässen, ich habe es vergessen. Wir hätten es aber mal bewerten können, damit ich weiß, ob das gut oder schlecht ist und wie gut dann das andere ist. Ja, 15, 10, 10 hat er, das heißt, der 26er wird dann auch nicht so fett sein. Ihr könnt natürlich kurz nachgucken im Community-Tab nochmal nach dem 100er-Wert, wenn ich da hinkomme. Das ist ja mal komisch hier, ich komme da oben nicht drauf, ihr seht das ja, ich kann nicht auf meinen eigenen Kanal drücken. Weil da oben dieses Symbol ist, wo man aufnimmt und da reagiert das nicht. Das hängt immer genau da oben in der Mitte. So, 21,59 wäre das 100er mit Wetterboost. Haben wir nicht, braucht man nicht, fange ich noch in Ruhe. Hier sage ich viel Erfolg, dass du deine Ergo findest überhaupt erstmal und dann viel Spaß bei der Ergo natürlich. Ja, ich muss erstmal einen Termin machen, aber Mark 2, ich weiß nicht mal, wo Mark 2 ist. Wir reagieren heute wieder auf Seven vs. Wild. Das habe ich gestern Abend schon geguckt. Ja, das ist ja, ich darf ja nicht, ich darf ja ohne die Zuschauer, darf ich nichts machen. Hier hängt ein Zopf. So, das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Manns. Ciao. Ciao. Usch.